Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Boris Eldachsen. Ich mache die digitalen Formate für die DFA. Und wir haben heute Morgen einen Ausstellungsrundgang auf der Biennale für aktuelle Fotografie in Mannheim. Und ich hole mir jetzt meine Partner für diesen Ausstellungsrundgang ins Gespräch. Und zwar ist das einmal der Alexander Hagmann von Die Motive. Biennale herein. So. Du hast ja Einladung bekommen. Ich bin da. Alexander, kannst du mal unsere Leute begrüßen, während ich jetzt noch mit der Biennale hier online gehe? Schönen guten Tag zusammen. Wir machen heute einen Dreier-Rundgang durch die Ausstellung Collective Minds während der Biennale 2022 in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Und wir begrüßen euch dazu. Ich sitze nicht in Mannheim, ich sitze gerade in einer kleinen Telefonbox in Hamburg, aber Simone Demand und Boris Eldachsen werden gleich live durch diese Ausstellung führen. Und ich werde das natürlich in gewohnter Manier ironisch kommentieren, könnte man sagen. Falls man etwas zu dieser Ausstellung vorher schon wissen möchte, das ist die Ausstellung zur Biennale 2022. Die Biennale läuft unter dem Titel From Where I Stand und die Ausstellung selber heißt Collective Minds. Ausgestellt werden dort drei Arbeiten. Einmal von Anouk Kreithoff, Was eine ist denn jetzt da? Videoinstallation. Oh, da ist Simone Demand. Guten Tag. Anouk Kreithoff mit einer Videoinstallation, eine Arbeit von Libo und Ladi. Die Arbeit selber heißt Cobra, werden wir gleich als erstes wahrscheinlich drüber sprechen. Und eine Arbeit von Anna Ehrenstein, die Arbeit Tools for Conviviality, also Werkzeuge der Geselligkeit, könnte man Ja, es nennen. herzlichen Dank, Alex, für die Einführung. Für alle diejenigen, die jetzt erst eingeschaltet haben, wir haben hier ein Crossover zwischen einem Format von der Deutschen Fotografischen Akademie durch die Ausstellung mit. Das machen Alex und ich mit einem DFA-Mitglied und wir ziehen dann so durch Deutschland und besprechen Ausstellungen. Das heißt, es ist kein Curators Talk, es ist kein Artist Talk, es sind Kunstfotografie-Begeisterte, die sich eine Ausstellung angucken und darüber reden. Heute haben wir einen Sonderfall. Wir haben ein Crossover mit der Biennale für aktuelle Fotografie in Mannheim. Und heute ist ja der Digital Dialogue Day. Wir sind offizieller Teil des Digital Dialogue Days. Wer jetzt hier zuschaut, weil er die Motive oder der DFA folgt, geh bitte zur Biennale für aktuelle Fotografie. Die machen den ganzen Tag noch Ausstellungsführungen live auf Zoom und es lohnt sich, da mit dabei zu sein. Nicht jetzt Normalerweise sofort, geht in einer der Stunde. 11:45 Uhr sind wir hier fertig und Alex schaut wie immer auf die Uhr. Normalerweise machen wir das so, wir gehen einfach in die Ausstellung hinein und schauen uns erst einmal die Arbeiten und die Bilder an und wir haben zwei unterschiedliche Perspektiven. Das eine ist die große hier oben, wo wir mal einen Raum zeigen. Das ist Port 25, Raum für Gegenwartskunst in Mannheim, direkt am Rhein. Und unser normaler Zugang zu der Ausstellung ist, wir schauen uns die Bilder an, wir unterhalten uns darüber, dann gehen wir in die Diskussion auch mit Alex und mit allen, die zuschauen und potenziell hier auch mitsprechen können. Jetzt haben wir einen Sonderfall. Alex ist erstmal Fachmann, weil Alex hat schon mit zwei der drei Künstlerinnen hier Gespräche geführt für den Podcast der Biennale. Anna Ehrenstein ist auch Mitglied der DFA und hat über diese Arbeit letztes Jahr auch schon einen Vortrag gehalten. Das heißt, wir sind nicht mehr ganz so unbefleckt. Aber Simone ist, glaube ich, etwas unbefleckter als Alex und ich und kann diese Lücke schließen. So. Vielleicht fangen wir wirklich damit an, wie Alex es gesagt hat. Ja? Wir haben hier drei Künstlerinnen, die alle einen unterschiedlichen kulturellen Hintergrund haben, aus unterschiedlichen Ländern können. Hier Entladi ist aus Südafrika. Und was ich bei Alex aus seinem Podcast gelernt habe, ist, dass sie sich auch als ein Social Documentary Portrait Photographer versteht und hier jetzt mit Fotografie und Collage arbeitet. Wenn ich mir das alles genauer anschaue, dann sehe ich hier wirklich verschiedene Figuren und Posen, die aus Einzelfotos zusammengesetzt sind.
Und wenn man dann wirklich näher reinzoomt, dann ist das schwarz-weiß, Farbe gemischt. Und Bestandteile, die auf den ersten Blick auch gar nicht so leicht zu dechiffrieren sind. Also ich habe auch. Es ist auch irgendwo ist auch ein Selbstporträt von ihr mit verbaut. Weißt du, wo das ist? Geh mal nach rechts. Ich glaube, geh mal nach rechts. Da müsste noch eins daneben hängen. Es kann sein, dass es bei diesem ist. Ich meine, es ist auf jeden Fall bei einem ist hundertprozentig ein Selbstporträt auch von Libo und Ladi mit verbaut. Ich weiß aber nicht genau in welchem, weil ich mich gerade auch orientieren muss. Wahrscheinlich da, wo Simone gerade drauf zu. Nee, da auch nicht. Es ist aber, ich behaupte das jetzt und das stimmt auch. Ganz sicher. Simone, wusstest du vorher irgendwas über diese Arbeit? Wenn nicht, kannst du ja mal erzählen, wie das auf dich wirkt. Also ich wusste noch nichts von der Künstlerin und auch nicht von den Arbeiten. Die sind natürlich sehr, ja, die haben einen dekonstruktiven Ansatz. Ja, das wird also die Fotografie bleibt nicht als geschlossene Form, sondern es werden einzelne Fotografien fragmentiert, ausgerissen, ausgeschnitten und neu kollagiert. Also es sind ja, jetzt gehe ich mal näher dran, mal richtig nah dran. Sieht man noch was? Mhm. Wir haben gerade eben den Hinweis bekommen, nicht zu viel schwenken, lieber ganz ruhig. Ja. Längere Stücke, dass man Zeit hat, auch zu betrachten. Ich muss mich mit diesem Knüppel noch ein bisschen anfreunden hier, mit diesem Gerät. Und das ist natürlich schon ein unglaubliches Misstrauen gegenüber der Fotografie. Also, dass die Fotografie eben als solche auch ein Mängelmedium ist und der vollständige Ausdruck, den die Künstlerin erarbeiten möchte, sich für sie nur daraus ergibt, dass sie dekonstruktivistisch arbeitet und dann wieder zu neuen Figuren zusammenfügt. Mhm. Und das sind ja praktisch nach so Halbporträts, wenn man so will, ja, also bis zum Schulter, dann ist es hier bis zur Hüfte, auch hier ist es bis zur Hüfte. Weißt du, woher das kommt? Woher diese Einstellung kommt mit der also die sind ja auch ein bisschen runtergerückt im Format, also sie sind nicht klassisch als ein Porträt, wenn man so will, aber sie haben trotzdem eine Anmutung, dass man es hier mit Personen zu tun hat, die man kennen könnte. Das ist das Lustige dran. Also das finde ich sehr schön. Also es ist alles eine Person. Es ist eine Person. Ja, es ist alles eine Person. So empfinde ich das. Also wie gesagt, Es ist auch so. Ja. Das ist gut. Vielleicht kann ich hier noch eine Anmerkung machen, die ich ganz spannend finde. Der Aspekt des Dekonstruierten und des aus vielen unterschiedlichen Bestandteilen zusammengesetzten Menschen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über den Hintergrund dieser Arbeit. Und es geht ja um Identität. In der Arbeit Kopra geht es ja um eine ganz bestimmte Person, die im Zentrum dieser Hommage steht. Eine südafrikanische Sportlerin oder ja, wahrscheinlich wäre es hier schon wichtig, die Gender-Definition einzuklammern. Na, vielleicht lässt man es weg und sagt einfach, um wen es genau geht. Vielleicht kannst du uns hier zur Seite stehen, weil du hast das ja alles schon mehrmals studiert und aufbereitet. Also es geht tatsächlich um die Mittelstreckenläufer Caste Semenya. Also eigentlich muss man Mittelstreckenläuferin sagen, weil die Krux an dieser Arbeit beziehungsweise der Impuls für diese Arbeit kam daher, dass Caste Semenya durch einen zu hohen Testosteronlevel vom Wettkampf ausgeschlossen wurde. Also diese Läuferin hat einen wohl erhöhten Testosteronspiegel und das wurde getestet. Und dann, nachdem das klar war, wurde sie von den Rennen, von den Wettkämpfen ausgeschlossen, was natürlich eine riesige Diskussion hinter sich herzog, zu Recht. Und da geht es natürlich um Identität und das, was wir hier sehen, sind die Siegerposen von Caste Semenya nach den Rennen, die sie gewonnen hat, die Libo und Ladi dafür genutzt hat, sie mit den eigenen Identitäten und den Identitäten der LGBTQ+-Community auch zu füllen. Also das ist da summiert sich alles drin, was dort unten
also in Südafrika und auch weltweit, bei LGBTQ+ eine Rolle spielt. Das heißt, sie spielt selber eine Rolle, weil sie sich selber dort sieht und sie sieht sich auch selber als ein Sprachrohr und hat das quasi, hat diese Person Caster Semenya dafür genutzt, um das zu füllen mit allen anderen. Also sie überträgt das. Das heißt, es ist eigentlich gar keine Dekonstruktion von Fotografie, sondern nur, es wurde eine Form dafür gesucht, um diesen Inhalt zu vermitteln. Und ja, das funktionierte auf eine so einfache Art und Weise, indem man diese nur noch die Form nutzt, die Form der Siegerpose, um sie dann mit Fotografien wieder zu füllen, die ja alle ihre Einzelteile erzählen. Das ja wäre so eine grobe Zusammenfassung. Mhm. Also ich finde, es funktioniert aber auch ohne diese Hintergrundgeschichte. Mhm. Ja? Weil wenn ich hier reinkomme, es gibt hier natürlich einen einleitenden Text, der ist ja allgemein gehalten, aber wenn ich jetzt nichts weiter noch in einen Beipackzettel lese, weiß ich davon nichts. Was ich auch erstmal sehr spannend finde, dass man reingeht und man hat nur das Werk und man geht nur von dem Bild aus, was wir normalerweise ja auch in diesen Ausstellungsrundgängen so machen. Und für mich funktioniert diese Porträts, diese Fragmente, eine Identität aus vielen kleinen Bestandteilen zusammengesetzt, formt sie was Ganzes und man hat auch das Gefühl, das ist im Fluss. Das ist jetzt nicht ausdefiniert. Es ist auch skizziert, ja, und diese Skizze kann sich auch weiterentwickeln. Insofern finde ich das eine sehr spannende Umsetzung. Wollen wir weitergehen? Wir haben jetzt mit der Zeit. Ja. Dann haben wir hier eine ganz große Installation. Ich gehe da jetzt mal langsam rein. Und das ist Anna Ehrenstein. Also ich kenne ihre Arbeiten schon länger und ich finde die Installation immer sehr spannend, weil sie halt auch sich nicht als Fotografin bezeichnet, sondern als Land-Based Artist. Und wir haben dann hier Fotografie oder fotografisch digital erzeugte Bilder auf Acrylplatten, an schweren Ketten hängend, an ja eigentlich Kleiderständer, die aber zusammengesetzt sind aus Hardware-Store-Rohren. Dann haben wir eine riesige Tapete, die den ganzen Raum überspannt. Das sind bestimmt 4 Meter mal 10. Und dann gibt es noch von der Decke runterhängend bedruckte Stoffe und Folien, Plastik, ein leicht verbranntes T-Shirt. Es kam gerade die Frage, wo wir sind. Also für die, die gerade noch dazugekommen sind, die Ausstellung ist im Port 25, läuft während der Biennale 2022 in Mannheim. Die Ausstellung heißt Collective Minds und es werden 3 Arbeiten gezeigt. Einmal von Anna Ehrenstein, von Libo Intladi und von Anouk Reithoff. Für diejenigen, die erst jetzt reingekommen sind. Also was wir auch bei dieser Arbeit haben, wie bei der vorherigen, ist natürlich das Prinzip Collage. Und die Collage ist dann auch eigentlich, wie bei der vorherigen Arbeit, sehr in your face. Es wird nichts versteckt, es wird nichts beschönigt. Es ist auch so produziert, dass man sieht, dass es collagiert ist. Mhm. Und ich weiß, du hast dich mit Anna darüber unterhalten, ob Leute denken, sie kann kein Photoshop. Mhm. Was hat sie darauf geantwortet? Sie hat das selber, glaube ich, angebracht und hat gesagt, dass sie immer wieder Nachrichten bekommt, dass sie gefragt wird, ob sie mit Photoshop nicht umgehen könnte. Woraufhin ich, glaube ich, sogar selber eingeschritten bin und gesagt habe, ja, das mag man denken, aber wenn man Künstlerinnen ernst nimmt, dann sollte man einfach davon ausgehen, dass das, was man sieht, auch so gemeint ist. Genau, das finde ich auch. Ne, man darf das nie vergessen, bloß weil etwas nicht so aussieht, wie man sich das technisch perfekt vorstellt, heißt das nicht, dass das nicht vielleicht auch so gemeint sein könnte. Und ne, das, ich meine, Simone kann da sicherlich jetzt auch noch was zu sagen, wenn man das so sieht. Aber ich finde, gerade in dieser Arbeit, also wie deutlich kann es sein, dass jemand das auch genauso meint? Genau. Also das ist ja die große Gefahr in der Fotografie. Je perfekter auch die Laien damit arbeiten können, desto mehr ist man diesen merkwürdigen Beurteilung ausgesetzt, ja, dass man kein Photoshop könnte oder dies und jenes nicht.
Das ist ein Ärgernis. Das würde man einen Maler oder eine Malerin gar nicht fragen, ob sie nicht malen könne. Also in dem Sinne nicht. Also das fragt er, ist also eigentlich bei jedem damit konfrontiert, mit solchen merkwürdigen Urteilen. Und ich finde hier, Moment, andersrum, ich finde halt hier, dass hier auch mit dem Begriff der Assemblage und des Environment gearbeitet wird. Das ist eigentlich ein ganz alter Begriff. Aber es hat natürlich was zu sagen, ob eine Fotografie in den Raum gespannt wird oder in den Raum gelehnt wird und dann auch noch an Ketten aufgehängt wird. Ja, das ist natürlich schon ein schöner, ich finde es einen schönen, erweiterten Fotografiebegriff, dass man da also jetzt auch mit der Tapete an die Wand geht, klar, aber dann auch solche Dinge, wo man sich fragt, jetzt um Himmels Willen, was ist das? Was will sie damit sagen, dass sie diese Motive auf Plexiglas printet und sie dann an Ketten hängt? Das ist etwas, wo man dann also hier auch davor steht und sich fragt, wo gibt es da eine Konsistenz zum Thema, wo gibt es da eine Konsistenz zum Aufbau? Das sage ich jetzt insofern, weil das meine ich jetzt gar nicht werten, sondern das finde ich wunderbar, dass eben die Fotografie aus diesem Wandrahmen, aus dieser Wandbefestigung in dem Sinne auch rausgekommen ist, auch wenn sie da diese Tapeten hat. Das ist schon eben auch noch wandorientiert. Aber hier fragt man sich halt, hier muss man sich einfach fragen, ja, warum sind diese beiden ja mit den Speicherkarten, was hat das damit zu tun? Natürlich ist es auch eine, ich lese da drin eine Fotografiekritik, ob das so stimmt, weiß ich jetzt nicht. Und aber es ist ein Spiel und das Spiel ist etwas sehr Erheiterndes und Erweiterndes. Das Spiel mit der Fotografie, das Spiel mit den verschiedenen Druckverfahren und sie dann zu assemblieren in einer Installation, finde ich sehr erfrischend. Ja, nun muss man dazu auch sagen, Anna würde das auch wahrscheinlich sofort anmerken, sie hat diese Arbeit ja auch nicht alleine erstellt. Ja. Also sie hat das mit einem Kollektiv von Künstlerinnen aus Nordafrika, sage ich jetzt mal ganz allgemein, weil ich mich sonst vertun würde, mit in welchem Land sie gearbeitet haben. Ich meine, es war Marokko. Ich hoffe, ich sage überhaupt nichts falsch. Senegal. Okay, danke. Ja. Zusammengearbeitet, das darf man hierbei nicht vergessen. Das ist nicht alles Anna Ehrenstein, auch wenn es stark danach aussieht. Sie hat das mit mehreren Leuten erarbeitet. Das ist eher eine Kollektivarbeit. Und ne, wenn man den Titel übersetzt, ne, Tools for Conviviality, dann ist das halt Werkzeug zur Geselligkeit. Also alles, was unsere Kommunikation ausmacht, alles, was also das Spiel mit dem, wie wir in der Welt kommunizieren oder miteinander umgehen, das wird da so. Da gehört Kleidung bei Anna Ehrenstein immer sehr viel dazu. So, das sieht man, glaube ich, auch, dass Kleidung und Stoffe auch extreme Kommunikationsmittel sind. Und diese Speicherkarten, ich will nicht alles deuten. Ich glaube, Anna Ehrensteins Arbeit ist keine Arbeit, in der es um Deutung geht, sondern um Gefühl, also auch um Emotionen. Und was das schreit einen ja alles so an. Das muss man auch erstmal sacken lassen, bevor man an eine Deutung geht. Wir sind auch keine Kunsthistoriker. So, also auf mich wirkte das immer einfach nur. Also einfach nur ist auch zu klein gesagt. Auf mich wirkte das einfach. Ja, es sind eben, also was man schon sieht, dass sie sich mit diesen ganzen soziopolitischen Fragen auseinandersetzt. Mhm. Und das kommt halt in einer anderen Formsprache daher als die normale gerahmte Fotografie. Und das ist natürlich eine andere Form von Rezeption, die man dann, für die man sich einfach öffnen und sich auch anstrengen muss. Mhm, ja? Genau. Das ist nichts, was man liest. Nee. Alex hat doch hier einen sehr spannenden Aspekt gebracht. Du sagst, man müsste es erstmal fühlen und reingehen. Und ich finde Annas Installation geradezu geeignet dazu. Ich finde sie toll. Ich finde sie toll, wie poppig, wie wild, wie schrill es ist. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch Anna, die mit Theorien, mit Schlagwörtern, mit Buzzwords wirklich sehr virtuos jonglieren kann. Und das hat sie ja auch dann in dem Podcast der Biennale gemacht. Mhm. Und da gab es ja auch ein oder zwei Wörter, wo man dann auch überlegt hat, hast du das jetzt erfunden? Woher kommt das? Was ist das? Kannst du eins davon nennen? Ich weiß es nicht mehr. Das, was sie erfunden hat, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja, aber es geht halt um den
Digitalkapitalismus, um die Postmigration. Es fallen noch andere Worte und es gibt ja diesen schönen Vortrag von Anna bei der DFA vom letzten Jahr. Alle haben ihr zugehört und am Ende hat allen den Kopf geschwirrt. Ja, diese Begriffe hat das Publikum schachmatt gesetzt, wo keiner mehr wusste, wo frage ich jetzt eigentlich nach? Wo hake ich jetzt eigentlich nach? Ist das nicht ein Widerspruch, dass sie auf der einen Seite so theoretisch, begriffsdiskurslastig die Arbeiten auch präsentiert und auf der anderen Seite du sagst, man muss sich da so einfühlen? Ich glaube, das schließt sich nicht aus. Ich hätte bei dieser Arbeit jetzt konkret eher das Gefühl, dass die theoretische Seite, der theoretische Unterbau und dieser Medienunterbau, der da drunter steckt, der ist für sie ein Impuls, mit der Arbeit anzufangen. Also sich mit Medien und soziopolitischen Dingen auseinanderzusetzen, die dann einen Impuls in ihr hervorrufen, mit irgendwas anzufangen. Und damit fängt sie dann an und dann macht sie das und das sieht dann eben so aus. Das ist dann im Grunde könnte man sagen, klassischer Künstler durch und durch geht nicht. Ja, also sie ist die klassische Künstlerin. Ja, da ist eben auch viel Spiel drin, trotz allem. Mhm. Ja, es sind diese soziopolitischen Themen und die gesellschaftspolitischen Aufgerautheiten genannt. Aber sie geht, also gerade die Starkfarbigkeit, die ist natürlich sehr, wie sagt man, die ist sehr attraktiv. Ja, also man sieht die Arbeiten und ist erstmal angezogen und ist natürlich von den schönen Frauen auch angezogen, von der Buntheit, aber es ist eben das Schöne, dass eben das Spiel hier zu erkennen ist. Also ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich sehe es einfach so. Vielleicht kommt es auch nur als Spiel rüber. Ich weiß es nicht, ja. Aber es gefällt mir gut. Es gefällt mir wirklich gut. Kann ich anders sagen. Also wahrscheinlich könnte Anna auch zu jedem einzelnen Teil in dieser Arbeit eine Erklärung bieten. Aber ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob man das muss. Nein, das muss man nicht. Dann rutscht man in so einen Erklärmodus. Nee, muss man gar nicht. Nee. Aber ist nicht zwingend erforderlich. Ja. Was ich interessant finde, ist hier dieses eine Ding. Ne? Alles ist ja irgendwie dann doch clean, sage ich mal, auf den ersten Blick. Ne? Aber dieses verbrannte T-Shirt mit ihrem Namen und wahrscheinlich den Namen ihrer Kollaborateure ist verbrannt. Darfst du das anfassen? Nein, habe ich nicht angefasst. Ich schwenk mal schnell weg, aber es ist ja jetzt auch schon. Ist das ein Überbleibsel von der Performance? Weil Anna macht ja auch oft in diesen Installationen Performances. Oder war das schon so? Weiß ich nicht. Ich habe die Arbeit ja auch bei CO Berlin gesehen. In anderer Form natürlich. So, aber ich meine, das Teil hätte ich da dort nicht gesehen. Da stand aber auch, bei CO stand zum Beispiel auch wirklich ein Kleiderständer mit Kleidung, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Ist ein bisschen schwer alles einzufassen und einzufangen. Wie gesagt, das ist eine Ausstellung, da kann man nur allen, die jetzt zugucken, einfach mal empfehlen, hinzugehen, was auch uns gleich dazu überleitet, in den nächsten Raum, kann man nicht sagen, in dieses... hinter diese schwarze Wand, die wir jetzt sehen. Ja, es ist alles schon sehr immersive, wäre wahrscheinlich der richtige Begriff. Ja. Und jetzt wird es noch immersiver. Wir gehen mal ins Dunkle rein, in diese Videoinstallation. Also du musst uns dann mal sagen, ob wir noch zu hören sind, weil hier ist für uns akustisch der Ton richtig gut aufgedreht. Ja, ich kann euch hören und ohne Ton macht es auch keinen Sinn. Das ist eine wirklich wahnsinnig gute Videoinstallation. Also ich vielleicht hoffe, dass man das jetzt erst überhaupt... mal ein bisschen kannst du ein bisschen was zur Künstlerin erzählen, währenddessen ich das mal einfach abfilme, ganz langsam. Ja, Anouk Kreithoff, leider habe ich mit ihr nicht gesprochen, deshalb muss ich das jetzt so ein bisschen mit zusammenbauen. Super Video. Anouk Kreithoff ist eine, niederländische Künstlerin, die aber in New York arbeitet mittlerweile, hat ein Riesenövre, wenn man sich das anguckt. Ich hatte vorher von ihr nicht gehört und dann guckt man sich an. Das ist nur ein Teil und sie hat, diese Arbeit besteht aus, ich hoffe, ich sage es richtig, über 1000 Videoclips aus dem Internet, die sich alle mit Tanz, also die alle nur Tanz zeigen. Und sie hat dann ein 50-personen-starkes Team zusammengestellt, die diese Videos finden. Dann haben die ein riesiges Archiv angelegt mit Internet-Tanzclips und haben die sortiert nach in verschiedene Kategorien, wie Gruppen, Einzeltanz,
Dann gibt es auch virtuellen Tanz, also digital generierte Bilder. Und das hat sie in dieser Ausstellung, präsentiert sie all diese Videos gleichzeitig in einer Zeitebene und hat aber dafür auch noch einen eigenen Soundtrack editiert, der über allen drüber läuft. Das heißt, es tanzen alle dauerhaft zur gleichen Musik. Und wenn man da drin steht zum ersten Mal, dann dauert es ein paar Minuten, bis man sich selber mitbewegen möchte. War auf jeden Fall bei mir so. Ich kam rein und es lief direkt. Also es ist auch zum Glück nicht zu laut. Man kann sich dort bewegen. Jetzt ist es natürlich so, dass hier in der Präsentation, das geht extrem unter, dass natürlich die Sachen auch so editiert sind, dass zum Beispiel der Rhythmus auch stimmt zum größten Teil. Die Leute tanzen auch zu dem Rhythmus der Musik. Alle, also das ist schon sehr auf den Punkt editiert. Mhm. Man braucht ein bisschen. Ich bin, glaube ich, mehrmals reingelaufen in diese Ausstellung. Das ist eine Videoarbeit, die mich stark beeindruckt hat in ihrer Präsentation, in ihrer Ausführung und auch mit dem, was da an Arbeit hintersteckt. Ja. So. Ich habe da jetzt eine Frage. Also ich habe mir auch die Webpage angeguckt und kann das nur empfehlen. Da auch mal hinzugehen, weil da sind ja wirklich diese einzelnen Tänze aufgelistet, ne? Nach Namen. Da sind Dinge dabei, von denen habe ich noch nie was gehört. Ja? Hier ist das jetzt alles zusammen. Ich gehe einmal um die ganze Welt und durch verschiedene Geschlechts- und Altersgruppen. Jeder tanzt. Ist das jetzt eine typologische Arbeit, eine anthropologische Arbeit? Wird hier was verglichen? Oder wird hier einfach gezeigt, dass wir so unterschiedlich gar nicht sind? Also die Arbeit heißt ja, glaube ich, Universal Tong, also Tong. Ne? Das heißt, es geht um so ein bisschen um die universelle Sprache. Das Tanz ist einfach überall gleich. Es gibt Unterschiede regional, aber im Grunde ist die Motivation zu tanzen auf der ganzen Welt eine gleiche. Ne? Das ist die Bewegung und manchmal ist es Ausdruck, manchmal ist es, im Grunde folgt es immer irgendeiner Emotion oder einer Motivation und die ist auf der ganzen Welt eine ähnliche. Und das ist auch das Gefühl, was ich aus dieser Arbeit mitgenommen habe. Das heißt, die Begrifflichkeiten, die du gerade ansprichst, spielen für mich überhaupt gar keine Rolle. Ob das typologisch ist oder die Arbeit steht da drüber, meiner Meinung nach. Ob das typologisch ist oder anthropologisch, weiß ich nicht. Ich würde sie gar nicht kategorisieren wollen. Ich habe sie einfach so auf mich wirken lassen, wie sie war. Und ja, das ist tatsächlich... Es ist natürlich schon ein anthropologischer Aspekt drin. Natürlich kann man sie so wirken lassen, aber man ist natürlich auch neugierig auf die einzelnen Tanzformen, man ist neugierig auf die verschiedenen Kleidungsstücke, auf die Art Uniformen, die die Menschen tragen. Ich denke, dass das schon auch eine Rolle spielt und das macht auch Spaß, die Sachen anzuschauen. Also ich kann natürlich, wir können jetzt ja nicht mittanzen. Wir haben ja jetzt diese Knüppel in der Hand oder unser Mobiltelefon. Natürlich wird man sofort animiert, sich zu bewegen. Also wenn ich das jetzt machen würde, dann würde hier würde sie wirklich ziemlich unruhig werden. Aber ich finde schon, dass man dann sich fragt, und sich fragt, in welchem Land könnte das sein und dass sie auch mit bestimmten Dingen so tanzen können und dass sie aber auch Dinge entfremden, um damit zu tanzen, wie gerade zu sehen war. Und es ist natürlich eine Arbeit, die eine unglaubliche Lebensfreude und eben diese Universalsprache bündelt. Ja, das finde ich eben sehr spannend, dass sie das eben schafft in diesem Raum. Neben der Musik und der visuellen Künste dann eben auch den Tanz so zu verdichten und dass man ihn auch so sieht, ja, dass man ihn auch so wahrnehmen kann. Also und ich finde schon, dass es da einen Aspekt gibt, der einfach sehr interessant ist als, sagen wir mal so, als Nebenrauschen, ja, der anthropologische Aspekt. Das finde ich schon. Also auch der Kultur, der Identitätsbegriff und so weiter. Das finde ich schon auch sehr spannend. Das macht sie sehr vielfältig, die Arbeit. Mhm. Ja, also ich sage ja, Boris? Ich denke, hier wäre es interessant, auch zurückzugehen zum Titel der Ausstellung, Collective Minds. Mhm. Und die Frage, worin besteht denn das Kollektiv? Ja. Ja, bei der ersten Position haben wir uns noch in der Welt von LGBTQI befunden. Bei Anna waren wir vielleicht in einer postmigrantischen Welt. Und hier sind wir jetzt wirklich in einer allumfassenden Welt. Insofern finde ich auch die Konzeption der Ausstellung im Raum sehr spannend, dass dieses Kollektiv eben von Arbeit zu Arbeit immer größer wird. Mhm. Ja. Absolut. Also, ne, um nochmal auf das Thema, ob es wie anthropologisch das ist oder sein kann oder müsste.
Da, ich gebe dir natürlich total recht, dass man diese Ansätze aus Prinzip dort findet. Ich bin jetzt aber in der Wirkung der Arbeit davon ausgegangen, als ich reingegangen bin, ging es, es war vollkommen irrelevant. Ich hab alles Kunsthistorische abgelegt in dem Moment, wo ich drin war. Und das hatte eine solche Wirkung, dass ich da nur stand und beeindruckt davon war, wie schnell man erfasst, worum es gehen kann, ohne es benennen zu müssen. So, weil es haben alle das Gleiche. Es gibt auch irgendwann einen seltsamen Moment, ich weiß nicht, ob das Glück war, dass es einen Moment gibt, die läuft ja durch. Also man kann immer wieder reingehen und es ist immer wieder neu. Es wiederholt sich kaum. Da müsste man jeden Tag, den ganzen Tag dort sein, um Wiederholungen zu finden. Es passiert zwischendurch, dass plötzlich auf allen Bildschirmen alles computer-generated, genau, ja, entweder alle stillstehen, wie jetzt, welch ein Glück, oder dass alle computer-generated sind. Also, dass man nur generierte Computerbilder sieht, wo Figuren tanzen, wo Avatare tanzen, also wo alles nur noch aus Computerbildern besteht. Sehr interessant, weil das macht auch extrem viel mit der Aufmerksamkeit, weil man nicht mehr so nah dran ist in dem Moment, wo Computermenschen tanzen. Ja. Da ist der Realitätsbezug plötzlich weg und dann ist das Feeling raus. Das ist ein ganz interessanter Moment. Ja. Und du hast damals mitgetanzt? Du hattest ja keine Kamera in der Hand, wie wir jetzt. Ich hatte keine Kamera, ich bin rein. Wir sind ja, ne, das war während der Pressetour und ich hatte mit Iris Wicking ja auch vorher gesprochen und sie sagte auch, wir kommen rein und wir tanzen. Und sie hatte recht, ich bin reingekommen und habe sofort angefangen, mich zu bewegen. Es ist zum Glück dunkel und es hat keiner gesehen, aber ich kann das nur empfehlen. Es macht sehr viel Spaß. Hey, ist eine schöne Arbeit, die fällt mir auch sehr gut. Ja, vielleicht haben wir noch Wünsche von den Zuschauenden, irgendeinen bestimmten Aspekt zu zeigen. Wie sind wir denn in der Zeit, Alex? Ich gucke gerade, wir haben noch 10 Minuten. Ah, das ist doch gut. Also. Ja, wir haben ja 40 Leute, die live zuschauen. Gibt es Wünsche, Anregungen, also, Bemerkungen? Ich würde ja gerne sehen, wie Boris tanzt. Das heißt, Simone müsste Boris filmen, wie er tanzt. Dann können wir diese Arbeit verdoppeln. Ja, wir multiplizieren jetzt. Es ist zu dunkel. Ich gehe auf ihn zu, aber es ist wirklich zu dunkel. Ja, ansonsten können wir. Er macht ein ganz ernstes Gesicht. Der will nicht natürlich. Worüber wir auch. Moment mal hier. Ne? Also, ich sehe es nicht. Diejenigen, die in den letzten 10 Jahren in Aal waren und mit mir dort getanzt und Bier getrunken haben, wissen, dass ich tanze. Ich hatte da auch schon sehr seltsame, fast surreale Begegnungen mit den Menschen dort während des Tanzes. Ja, schön. Nein, ich war jetzt auch nicht so. Tanz verbindet. Ja, wir haben es beide gesagt, sehr schön. Tanz verbindet. Frag Jan Maschinski. Ich überlege gerade, ob das nicht die perfekte Ausstellung für Wolfgang Zuborn ist. Eigentlich könnte er dort sein Bett aufstellen und er würde dort tanzen. Ja, im Schlaf. Also diejenigen, die Wolfgang kennen, das Tolle an Wolfgang ist, der wird ja nicht müde, der tanzt ja durch, der ist ja das Duracell-Häschen. Ich fände es viel witziger, wenn er dabei wäre. Eigentlich ich habe mit Wolfgang mal ein Tanzvideo gedreht und da ist es auch so, du kannst jede Musik drunter legen, er tanzt immer im Rhythmus. Genau, das heißt, im Umkehrschluss, wenn sie richtig recherchiert haben, könnte es irgendwo vielleicht ein Videoschnitzel geben, in dieser Ausstellung, wo Wolfgang Zuborn tanzt. Das sind ja Internetvideos. Und Wolfgang existiert definitiv online als Tänzer. Mehrfach. Aber ein bisschen vom Spaß weg. Was ich auch interessant fand an dieser Ausstellung, weil mich das in jeder Ausstellung interessiert, war, wie sie produziert ist. Ne, man sieht das jetzt relativ gut, das läuft ja alles in so schwarzem Rahmen. Das kann man jetzt hier nicht so gut sehen, aber das läuft in schwarzem Rahmen und hat im ersten Augenblick, als ich reinkam, sah das aus, als wenn das Displays wären, die dort hingen, weil man sich auch sehr nah ranbewegen kann, bis mir irgendwann auffiel, dass unter der dunklen Decke überall Beamer hängen. Ja. Das heißt, es sind Projektionen, die von beiden Seiten zu sehen sind. Ja. Aber es passiert nicht oft, dass man in einer Ausstellung die Beamer überhaupt nicht wahrnimmt. Also ich habe sie nicht explizit wahrgenommen, sondern diese dunklen Rahmen, die mit dem Hintergrund verschwinden, existieren eigentlich nicht. Und es sind quasi Displays. Da schweben Tanzbilder durch den Raum. Und das fand ich total beeindruckend gelöst. Ja. Dass man es schafft, Beamer zu nutzen, ohne dass sie einen stören und ohne dass man das Gefühl hat, man läuft immer ins Beamerbild hinein. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das gerade seht.
Ich ziehe mich jetzt mal langsam hier aus dem Tanzvideo zurück und mache noch mal ein paar Aufnahmen von draußen, dass wir hier den Gang haben. So, und möchte und? Allen, die heute zuschauen, noch mal ans Herz legen, weiterhin bei dem Digital Dialogue Day der Biennale für aktuelle Kunst mit dabei zu sein. Da findet ihr die Infos auf der Webpage oder auch in Facebook oder Instagram. Und ansonsten können wir vielleicht noch alle Zuschauer darauf hinweisen, dass es noch mehr Kooperationen gibt zwischen der DFA und der Biennale. Wir haben einmal die Tagung am 7. 8. Mai in Mannheim vor Ort. Normalerweise hat die DFA zwei Tagungen im Jahr. Es sind Mitglieder und Gäste, die präsentieren. Und dieses Jahr haben wir 5 Positionen, die auf das Thema der Biennale eingehen. Das heißt, da gibt es so eine Schnittmenge zwischen uns beiden. Wir haben dann auch am 7. Mai immer einen Portfolio-Walk für den Nachwuchs, der seine Arbeiten zeigt. Und die DFA-Mitglieder können dann rumgehen und ins Gespräch kommen. Davon werden wir Ausschnitte auch live auf Instagram, so wie jetzt, übertragen. Mhm. Dann haben wir noch ein Gespräch zum Thema künstlerische Fotografie und Festivals, wie das überhaupt funktioniert. Da sprechen Alex, du und ich mit der Biennale und dem Festival Foto Melbourne am 2. Mai, glaube ich. Und dann gibt es noch einen Podcast von unserem Podcast-Team, der auch auf Positionen der Biennale eingeht. Das kann man dann entweder über den DFA oder über den Biennale-Account erfahren. Und wir sind heute Morgen hier in Mannheim angekommen und wir freuen uns eigentlich auch auf, jetzt weiterhin heute durch die Biennale zu laufen und zu schauen, was hier alles noch so zu sehen ist. Wir haben ja jetzt, auch ich habe sehr oft gesagt, wie gut ich diese Ausstellung fand. Es gibt auch noch einen rein ausstellungsdesigntechnischen Punkt in der Ausstellungsorganisation, den ich gut gelöst fand, wenn man nämlich davon ausgeht, dass das ja eigentlich auch ein großer Raum ist, der jetzt nur getrennt ist durch diese schwarze Wand und dahinter ist diese Videoinstallation, dass sie es geschafft haben, dass die Musik nicht die anderen beiden Arbeiten irgendwie beeinflusst, extrem. Das hätte ja auch sein können, dass es zu laut ist und diese beiden Arbeiten von Libo Inteladi und Anna Ehrenstein darunter leiden, weil man keine Ruhe hat. Und das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Und das war es jetzt auch mit der Lobhudelei. Ja, dann können wir uns mal von allen, die zuschauen, verabschieden. Vielleicht drehen wir hier nochmal die Kamera um. Tada. Und ich stelle mich nochmal vor an das Bild. Sieht so gerade aus wie so ein Zoom-Hintergrund. Ja, ne? Toll. Das sollte man sich eigentlich machen. Passt gut zu schwarz. Mhm. Schön. Ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir die Zuschauer animiert haben, nach Mannheim zu kommen. Auf jeden Fall. Ja. Im Mai kann man es wieder machen. 13. Mai ist. 13. Mai. Okay. Also natürlich vorher DFA. 7. und 8. Mai ist DFA und 13. Mai ist Artists Talk quasi. Da kommen die meisten Künstlerinnen, kommen nochmal. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Gute Zeit. Tschüss. Tschüss.